So, wir mussten das Ganze ein bisschen überspringen. Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf unserem Kanal. Relativ altes Spiel, tatsächlich relativ altes Spiel, also noch vor den 2000er Jahren. Tatsächlich ein kleiner Klassiker aus meiner Kindheit. Wir spielen Pharao. Ist ein Aufbauspiel aus dem ehemaligen Hause Sierra tatsächlich. Wir mussten das Ganze gerade, wie gesagt, ein bisschen überspringen, denn auch wenn man in-game die Lautstärke dementsprechend anpassen kann, kann man das leider in den Videosequenzen nicht, da das Spiel direkt mit den Videosequenzen und dem Hauptmenü begonnen hat, konnte man da tatsächlich die Lautstärke noch nicht anpassen. Dementsprechend musste ich das gerade ein bisschen beschleunigen. Wir werden die Kampagne spielen. Ihr seht es tatsächlich hier so schon so ein bisschen, nicht wundern, diese kleine schwarze Fläche ist tatsächlich normal, denn ich habe das Spiel tatsächlich ein bisschen gemoddet. Ich habe hier so ein bisschen auch an der Auflösung dran rumgespielt. Also wir spielen jetzt quasi in 1920 zu 1080 so rum. Ursprünglich hat das Spiel halt ganz andere Auflösungen. Das überspringen wir mal ganz kurz, damit ich das mal zeigen kann. Anzeige. Das Maximale war halt damals diese Auflösung. Da das Spiel dann aber nicht ganz so schön aussieht, denn ich glaube 1999 oder so ist das Spiel, glaube ich, rausgekommen, musste ich tatsächlich nochmal nachgucken. War die Grafik natürlich noch nicht so ausgereift, wie sie heutzutage ist. Ne? Dementsprechend auf kleinen Auflösungen ist das Spiel noch ein klein wenig pixelig. Sah aber tatsächlich für damalige Verhältnisse auch schon ziemlich gut aus. So, das vielleicht schon ein bisschen als kleine Info. Was ich auch noch gemacht habe, ich habe nochmal einen deutschen Sprachmod installiert. Da die einzigen Versionen, die man momentan bekommt, auf Steam und auf GOG, beide auf Englisch sind. Dementsprechend habe ich mir natürlich mal so ein bisschen die Mühe gemacht und habe die ganzen Sprachdateien mit Hilfe von einem Mod mal umgestellt. Denn sowohl die ganzen Schriftdateien, die man hier so hat, also sprich jetzt beispielsweise diese Benachrichtigungen, als auch die Tonausgabe der einzelnen Dorfbewohner, sind damit auf Deutsch. Das finde sowohl ich persönlich angenehmer, als auch, denke mal, bei euch, da man dann dementsprechend auch mehr versteht. So, wie gesagt, wir werden die Kampagne spielen. Wir werden jetzt nochmal uns ganz kurz ein bisschen angucken, was wir hier machen sollen. Die Tutorial-Anweisungen bzw. die Quest-Anweisungen sind relativ ausführlich. Ne? Dementsprechend hatte ich ja lange Zeit erst überlegt, ob ich die immer dementsprechend vorlese. Aber da tatsächlich damals die Tutorial-Spielweise viel mit Lesen verbunden war, würde das, glaube ich, ein bisschen in den Rahmen springen, wenn ich jede einzelne Quest-Vorgabe oder jedes einzelne Tutorial-Fenster direkt vorlesen würde. Dementsprechend werde ich halt immer so ein bisschen langsam runterscrollen, beziehungsweise wie man es hier machen kann. Wer das nochmal anschauen möchte, dann dementsprechend immer mal ganz kurz das Video pausieren und eventuell nochmal durchlesen. Denn wie gesagt, je ausführlicher das Spiel wird und je weiter wir fortschreiten, desto mehr Text wird auch erstmal auf uns zukommen, solange das Tutorial zumindest erstmal geht. Dementsprechend, wie gesagt, bitte pausieren, wenn ihr das nochmal durchlesen möchtet. Ansonsten werden wir das Spiel einfach mal ganz normal weiterführen. So, unsere erste Aufgabe besteht natürlich darin, wie man es eventuell schon so ein bisschen vermutet hat, erstmal unsere Grundversorgung aufzubauen. Dürfte jetzt nichts Besonderes sein, denke ich mal, kennt man aus jedem Spiel. So, dann werden wir als erstes mal ein paar Wohngebäude bauen. Wir werden tatsächlich die ganze Reihe nochmal spielen. Wir beginnen quasi in diesem Let's Play mit Pharao. Da ich mich erinnere, meine erinnern zu können, dass das ursprünglich der erste Teil der Reihe war. Wir werden noch Caesar 3 und Zeus und Poseidon, das war der neueste Teil davon. Beziehungsweise, nee, ich rede Blödsinn, das war nicht der neueste Teil. Der erste Kaiser gab es dann tatsächlich auch noch. Also wir werden quasi vier Spiele in der Reihe spielen. So, werden wir aber erstmal loslegen. Wir werden erstmal so ein bisschen unsere Infrastruktur aufbauen. Wir erstmal Wasserversorgung sicherstellen. Ja, aber die ersten Gebäude erstmal. Können wir gleich mal testen? Ich bin neu hier. Mal sehen, was die Stadt jemandem wie mir bieten kann.
Oh, das meinte ich nämlich. Ohne den Deutschmod wären das nämlich momentan alles englische Sprachdateien. Das macht, ich persönlich finde, das hat so ein bisschen Auswirkung auf das Spielfeeling. Ich finde das immer witziger, wenn man tatsächlich ohne erst übersetzen zu müssen versteht, was die einzelnen Dorfbewohner sagen. So, da haben wir die Grundlagen nämlich erstmal. Wir werden die Kampagne, wie gesagt, erstmal spielen. Das Spiel ist in zwei große Spielabschnitte eingeteilt. Einmal in Pharao, das Basic-Spiel. Und dann gab es tatsächlich nochmal ein Add-on, Königin des Nils, Kleopatra. Das werden wir dann im Anschluss, sobald wir die Kampagne hier soweit durch haben, dann als nächstes tatsächlich spielen. Das vielleicht schon mal so ein bisschen als kleine Randinformation. Wie gesagt, momentan, die Leute müssen halt erstmal einziehen. Wir sehen ja, sie kommen hier aus dem Süden. Da habe ich die Zeit quasi gerade erstmal effektiv genutzt, um euch schon mal ein paar Informationen zu geben, wie das Projekt verlaufen wird. Das ist in der Situation gerade ganz praktisch gewesen, da wir eh gerade warten müssen, bis die Leute einziehen. So, werden wir direkt mal schauen. Wie gesagt, das sind momentan die Basics. Allzu umfangreich ist dieser Part momentan noch nicht. Es geht halt im Moment erstmal nur darum, die Gebäude zu errichten. So, wir werden hier nochmal einen Ziehbrunnen setzen. Und nochmal weitere Gebäude setzen. Oh. Naja, ist egal, machen wir erstmal. Wie gesagt, für die allererste Mission, wo man die absoluten Grundlagen lernt, müssen wir erstmal eine schöne bauen. Es muss erstmal nur zweckdienlich sein. Die ersten Missionen gehen tatsächlich auch relativ schnell. Dementsprechend werden wir in einer Folge wahrscheinlich dann mehrere Missionen direkt erledigen. Können wir immer mal gucken, was die Leute so sagen, was sie für eine Meinung haben. Die Leute sagen, dass es in dieser Stadt viel zu essen gibt. Naja, das ist noch nicht ganz wahr. Da müssen wir erstmal hinkommen. Brauchen wir erstmal tüchtige Arbeitskraft. Genau, hier bekommen wir halt jetzt ein bisschen erklärt, wie die Grundversorgung funktioniert. Welche Arten von Lebensmittelversorgung es gibt. Ihr seht es halt hier schon, ne? Wie ich halt angesprochen hatte, sehr textintensiv. Dementsprechend bitte pausieren, wenn ihr das durchlesen möchtet. Ja, wir werden das dementsprechend dann immer mal so ein bisschen... Dass man mal in verschiedenen Abständen dann runterscrollen, dass man dementsprechend pausieren kann, wenn man es denn lesen möchte. Ansonsten werde ich die Mechaniken halt einfach so im Spielfluss dementsprechend erklären. Wie gesagt, ich habe das schon in den späten 90ern in meiner Kindheit tatsächlich schon gespielt. Dementsprechend ist es mir natürlich eine große Freude auch gewesen, dass das Spiel wieder verfügbar ist. So, dann wollen wir direkt mal anfangen. So, Lebensmittelversorgung braucht man natürlich erstmal ein Silo. Das ist schon mal so ein bisschen die Grundlage, damit wir Lebensmittel einlagern können. Oh, okay, das ist ein bisschen merkwürdig. Ah, okay. So, dann brauchen wir noch einen Jagdhof. Da setzen wir mal gleich zwei. Okay. So, und dann braucht man natürlich, um unser Volk versorgen zu können, braucht man natürlich einen Bazar. Der sorgt dann so ein bisschen dafür, dass unsere Leute dementsprechend auch die Lebensmittel erhalten. Ja, sehen auch ganz gut, ne? So ein bisschen der Nil. Der Nil ist tatsächlich so ein bisschen mit einer Spielmechanik implementiert. Je nachdem, ich werde mal ganz kurz die Musik mal noch ein bisschen kleiner machen. So. Ist, glaube ich, ein wenig dolle laut. So, je nachdem, wie gesagt, wir haben Jahreszeitfortschritt, ne? Hier sehen wir es nämlich schon, wir sind im Juli aktuell. Und je nachdem, wie die Monate voranschreiten, hat der Nil mehr Wasser oder mal weniger Wasser. Und dementsprechend, wenn die Flut zurückgeht, setzt sich hier fruchtbarer Boden ab, auf dem können wir dann Felder später anlegen.
ist dann quasi nochmal eine Alternative zum, zur Lebensmittelproduktion. Ansonsten gibt es auch nochmal fruchtbaren Boden an Land. Der wird mit so kleinen gelben Blumen später angezeigt. Da kann man dann auch Farmen auf dem Land bauen und muss sich dann später mit Bewässerungsgräben tatsächlich versorgen. Das werden wir jetzt nach und nach quasi alles nochmal gezeigt bekommen. Sie sehen das schon, ne? Unsere Jäger. Straußenvögel sind fast unsichtbar, wenn sie ihre Köpfe in den Sand stecken. Genau, ne? Eine Weisheit fürs Leben. Die ersten Jäger holen sich jetzt schon ihre Beute. Wir sehen hier, wir haben jetzt schon die ersten 100 Wildfleisch eingelagert. Angestellte sind auch alle drin, die wir brauchen. Das Einzige, was ich schon mal sagen kann, durch die Skalierung, also sprich durch die 1920 zu 1080 Skalierung, sind einige Interface-Elemente nicht mit betroffen. Es bezieht sich im Großen und Ganzen auf den Spielebildschirm. Das heißt, einige Steuerelemente, die wir nachher noch so bekommen werden, werden in so einem kleinen Fenster nur angezeigt, wie wir es vorhin zum Anfang hatten, als die Missionsvorgabe kam. So, hier bekommen wir nochmal eine weitere Grundlage für die Wasserversorgung erklärt. Denn momentan haben wir bloß kleine Ziehbrunnen. Es gibt tatsächlich aber auch noch eine größere Variante. Das lernen wir hier jetzt nochmal, die Zisternen. Ich hier, wie gesagt, wer hier nochmal durchlesen möchte, ne? Und der stellt vielleicht nochmal eine kurze Pausefunktion des Videos nutzen. So, ich habe bewusst nämlich hier noch einen Platz gelassen, damit wir hier die Zisterne nämlich hinsetzen können. Ja. Wie gesagt, die kleinen Ziehbrunnen hier müssen immer direkt an den Wohngebäuden dran sein und haben nur einen ganz geringen Einzugsbereich, wo die Wasserversorgung dann funktioniert. Bei der Zisterne ist es ein bisschen anders. Die braucht Arbeitskräfte und schickt von dort aus Wasserträger los, die dann quasi unsere Straßen ablaufen, soweit wie der Einzugsbereich so einer Zisterne ist. Ah, hier haben wir schon die erste Händlerin. Ich versuche nach Kräften, die Leute mit allem zu versorgen, das sie wollen. Sehr schön. Und die, das ist quasi die Lieferantin, die die Lebensmittel holt. Dieser Bazar braucht ein paar Waren und ich hole sie. Ist tatsächlich ab und zu immer ziemlich witzig, was die so ein bisschen an Kommentaren geben. Hier, die hier zum Beispiel. Diese Körbe sind viel zu schwer für jemanden wie mich. Da sind teilweise ziemlich witzige Dialoge immer dabei. So, unsere Häuser haben sich schon das erste Mal weiterentwickelt. Die sehen wir hier. Dürfen wir tatsächlich bald unser Ziel schon erreicht haben. Wir können ja nochmal gucken. Ah ja, wir müssen jetzt bloß warten, bis die Händler unsere Lebensmittel dementsprechend an die Bevölkerung verteilen. Jetzt haben wir so ein bisschen das Problem. Meine Waren sind weggegangen wie warme Semmeln. Ich gehe zum Bazar zurück und hole noch mehr. Naja, das stimmt jetzt nicht ganz, denn unsere Händlerin ist leider Gottes gerade in die falsche Richtung gelaufen. Später hat man noch die Möglichkeit, Straßensperren zu setzen, die so ein bisschen verhindern, dass die Laufwege unserer Bevölkerung bzw. der einzelnen Versorger immer begrenzt werden, ne? Damit die nicht irgendwo langlaufen, wo gar keine Bevölkerung mehr ist, also sprich keine Wohnhäuser. Könnte man jetzt hier beispielsweise eine Straßensperre setzen? Und dann würden die nur bis hierhin laufen und dann wieder umdrehen. So, hier sehen wir es nämlich jetzt gerade. So soll es nämlich eigentlich sein. So, da haben wir auch die erste Mission schon abgeschlossen. War tatsächlich relativ einfach, müsste ich mal meinen. Starten wir mal die nächste Mission gleich. Gut gemacht. Dadurch, dass sie ihr Volk gut ernährt und die Häuser vor Feuer und Einsturz bewahrt haben, gaben sie dieser jungen Zivilisation die Unterstützung, die sie brauchte, um bei ihren ersten Schritten auf dem langen Weg durch die Geschichte nicht zu straucheln. Sehr schön. Ist immer schön, dass dementsprechend die Kampagnenabschnitte so ein bisschen auch vorgelesen werden. Das macht es mir natürlich einfacher. Ne? Und das ist das, was ich meinte. Ne? Dementsprechend die Modifikation, die ich halt für die Bildschirmauflösung genommen habe, bezieht sich leider nicht auf Interface-Komponenten. Dementsprechend werden wir sowas mal öfter haben. Meistens in den Übersichtsfenstern, also sprich Bilanzen und Statistiken, die wir mit einem Aufseher nachher einsehen können, werden ähnlich klein minimiert sein. Da ist dann quasi unser Stadtfeld so ein bisschen im Hintergrund zu sehen. Aber das muss man mal, das muss man tatsächlich mal so ein bisschen in Kauf nehmen, denn wie gesagt, das ist der Preis dafür, wenn man ein altes Spiel tatsächlich heute unter Windows 10 nochmal spielen möchte.
Nach vielen Jahren und eine Generation später hat sich ihre Familie im Gebiet von Tinis in Oberägypten neu niedergelassen. Hier versucht eine kleine Gruppe lokaler Regenten, ihren Einfluss über Unterägypten und das Land längs des Nils auszuweiten, um das gesamte Gebiet unter ihrer Herrschaft und mit einem obersten Führer zu vereinen. Wenn Tinis zu einer blühenden Stadt wird, wie sie noch nie gesehen wurde, wird niemand mehr den Wert der Tinitischen Föderation bestreiten und die Oberherrschaft dieser Regenten über Unterägypten und die anderen Teile, die um die Macht wetteifern, ernsthaft in Frage stellen. Das bedeutet, dass der Bevölkerung Unterhaltung geboten werden muss und prächtige Tempel zu Ehren der Schutzgötter der Region errichtet werden müssen. Um eine Stadt dieser Größe aufzubauen, benötigen sie beträchtliche Geldmengen. In Tinis finden sie reiche Goldadern. Diese auszubeuten muss ihr oberstes Ziel sein. Genau, und hier sehen wir es schon. Wir müssen halt 10 Häuser dann dementsprechend aufwerten. Und hier bekommen wir auch schon ein bisschen einen kleinen Eindruck darüber, wie man an Geld gelangen kann. Neben dem Handel, den es später noch gibt. So. Genau, hier bekommen wir jetzt dementsprechend erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ich scrolle mal runter, dementsprechend, wer es nochmal durchlesen möchte. Ansonsten, wie gesagt, erkläre ich es nochmal so ein bisschen nebenbei. Ne? Der Palast bildet immer so ein bisschen das Zentrum der Stadt. Das ist quasi der Regierungssitz, logischerweise, wie man es vielleicht vermuten könnte. Und man kann erst Steuern einnehmen, nachdem der Palast gebaut wurde. Genauso funktioniert es mit der Goldmine. Die Goldladung sieht man halt hier auch, wie es beschrieben ist. Wir werden von den Goldminen direkt zum Palast geliefert in Form von Goldbarren. Also sprich, ohne Palast läuft in der Stadt erstmal nichts, was Steuern angeht. Oder generell großartig Geld verdienen. Hier erfahren wir auch gleich nochmal im Polizeiposten, wie der funktioniert. Denn mit steigendem Wachstum bzw. Wohlstand in der Stadt wird natürlich auch die Kriminalität steigen. Wie gesagt, wird hier auch nochmal alles erklärt. So, ich würde mal sagen, wir machen aber mal, wir werden mal speichern. Und, dann werden wir mal den ersten Folgen, das erste Folgenpäuschen machen. So. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann wird es schon ein bisschen ausführlicher. Wie gesagt, das in der ersten Folge waren natürlich erstmal so ein bisschen die Basics. Und, ja, wir werden mal sehen, wie viel Reichtum wir zusammen horten können. Und vor allem, welche Probleme unserer Stadt eventuell begegnen werden. Dazu dann in der nächsten Folge. Also ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr dem Video ein Like da lassen würdet. Wenn ihr mögt, auch gerne ein Abo. Denn wie gesagt, wir werden viele gute alte Klassiker demnächst mal als Let's Play anfangen. Beziehungsweise in diesem Jahr. Da wird also jede Menge Content kommen. Würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin erstmal ciao ciao und bis zur nächsten Folge.